Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Sternschweif HD. Wir sind hier einfach von Orks und Zombies umzingelt. Im Sumpf des Vergessens haben hier einen wunderschönen Kampf vor uns. Kann auch nicht hinauszögern, das irgendwie sinnvoll machen. Radepatzer. Sein Ernst? Gestolpert, okay. Gestolpert ist in Ordnung. Wir sind hier von Orks und von Zombies umgeben. Die schlagen nicht länger auf sich ein. Ne, drei Orks haben die Zombies für uns übernommen. Und ich kann halt nicht das machen, was sie eigentlich am liebsten machen. Ne, erstmal mit der Fernkampfwaffe auf Gegner schießen. Damit die Parade schon mal raus ist. Und damit meine Nahkämpfern, die halt richtig viel Schaden machen mit der Berserker-Orgnase und dem Zweihänder des Windes, einfach draufkloppen, wenn die Gegner keine Parade mehr haben. Kann ich nicht machen. So, haut er daneben? Ne, er trifft und tötet ihn sogar. Also, und jetzt muss Fiora hier so ein bisschen vorlaufen. Hier drüben haben wir ein bisschen mehr Platz zu manövrieren. So, den hier würde ich gerne auf jeden Fall erstmal ein bisschen fokussieren. Andre ist starr vor Angst. Finde ich nicht gut. So, Andrasch, zeig mal, was du kannst. Ah, das war ganz gut. 10 Punkte, ne? Damit können wir leben. Was haben die Orks denn für einen Rüstungsschutz? 4. Okay, ja, dann war der Wurf tatsächlich nicht so schlecht. So, und die Zombies stellen sich hier alle hinten an irgendwie. Da werden wir wahrscheinlich gleich mal in eine etwas kompaktere Abwehrformation gehen müssen. Oh, der Ork hat keine Waffe mehr. Das finde ich wohl gut. Ah, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die Waffe des Orks ist zerbrochen. Andrasch hat da scheinbar eine kritische Parade. Also einen kritischen Erfolg in der Parade. Gewürfelt. Pariert er. Finde ich nicht schön. Rüstung absorbiert Schaden, auch nicht schön. Und jetzt kommen die Zombies hier echt langsam näher. Ja, verbauen uns hier auch schon die Sichtlinie. Ich bin natürlich nicht in meine etwas kompaktere Abwehrformation reingekommen, ne, weil die Zombies hier einfach schon, weil ich den Ort nicht erledigt habe, bevor die Zombies hier an uns dran waren. Och, jetzt leg den doch mal.
Ja, die Zombies machen richtig Schaden. 4 hat Rüstungsschutz 7, ne? Also, mit den Zombies hier ist echt nicht zu spaßen. Komm schon, nicht parieren, einfach umfallen. Das war nicht so richtig umgefallen. Ja, vielleicht müssen wir die Zombies hier noch ein bisschen kiten irgendwie. Okay, vielleicht müssen wir zuerst mal ein paar Zombies umhauen. Ich meine, die Orks haben wir jetzt schon angehauen, aber die können wir auch im Fernkampf hier zur Not erledigen. Wir werden uns hier mal ein bisschen bewegen. Schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Wir fangen jetzt hier einfach mal an, einige Zombies zu schnetzeln. Resistenz. Achso, der konnte sich nicht selbst verletzen, weil er gegen seinen eigenen Angriff immun ist. Euer Ernst? So, wenn die Orks hier irgendwie eine Chance haben wollen zu überleben, sollten die langsam sich vielleicht doch mal überlegen, anzufangen, mit uns zusammenzuarbeiten. Kann ich hier langlaufen von wo aus ich den Ork erwischen kann? Nirgendwo, ne? Ja, Kampf mit Zombies dauert halt ein bisschen. Ihr werdet alle sterben. Ja, das ist ja schon mal ausgemachte Sache. Also ich glaube, der hier hat schon ein bisschen mehr kassiert tatsächlich. Na, können wir den? Mit der Schleuder. Schade. Ich dachte vielleicht so ein bisschen gegen den Hinterkopf einfach. Was ist denn hier wieder los? Warum ist das so hakelig? Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Genau so ist es. Zombies parieren zum Glück nicht brillant. Also jetzt bekommen Rhiannon und Mondrill da drüben schon wieder Besuch. In die Gedärme. Oh, Andrasch hat daneben gehauen. Können wir hier durchschießen? Ich bin mir da nicht so sicher. Hier passe ich auch nicht durch. Oh Gott, da müssen wir ganz außen rumlaufen. Tja, dann machen wir das doch einfach mal.
Okay, und dann kann hier, glaube ich, den Zombie einfach so ein bisschen umlaufen. Der müsste doch eigentlich umfallen, oder? Schneller, damit ungefähr ich mich so. Dem nächsten Feind zuwenden kann. So, tap, 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 tap. Er ist ausgewichen. Was ein Fiesling. Und Rüstungsschutz 4 reicht da, um das Schleuderprojektil komplett zu absorbieren. Boah, Fjord kriegt hier richtig von allen Seiten das ab gerade. Ja, nun auch starr vor Angst. So, immer schön laufen, laufen, laufen. Zombies sind nicht ganz so schnell wie eine Elfe. Nein, was? Wieso pariert denn der Zombie? Das dürfte nicht ganz reichen. Dann laufen wir hier vorne rum. Oh. Hast du keine Pfeile mehr? Doch. Dann schieß doch bitte. Ach, der Ork ist schon tot in Wirklichkeit. Der ist nur nicht umgefallen. Hat die Sterbeanimation irgendwie nicht funktioniert, scheinbar. Wenn ich falle, begrabt mich mit meiner 13. Ausrüstung. Ja, den hat's schon weggerafft. In die Gedärme. So, dann können wir hier wieder so ein bisschen zurückreinen. Hopp, 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 hopp. Teilen wir uns ein bisschen auf. Rianon kann jetzt schon ein bisschen dichter ranrennen. Hat Fiora einen Heiltrank? Nee, nichts hat sie. So, schnappen wir uns hier die restlichen Zombies auch noch. Schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Ach, Fiora wird ja halt die ganze Zeit so umzingelt, ne? Das gefällt mir nicht so richtig. Schneller, oh ja, 32. Das war ein schöner Treffer. So, können wir den jetzt vielleicht endlich erledigen? Scheinbar noch nicht. Ah,
Ich weiß auch gar nicht, warum Rhiannon mit ihrem Elfenbogen so wenig Schaden macht die ganze Zeit. Sechs nur noch, das heißt, beim nächsten Treffer fällt sie eigentlich um. Ach, Brandkügelchen. Ja, wir schauen mal. Also Andrasch muss jetzt hier ein bisschen tanken. So, kommt schon richtig schön Treffer, damit er zu Boden geht. Tut er noch nicht. Nein. So, jetzt hier Feuerschaden. Piu. Rüstungsschutz absorbiert Schaden. Heißt es, der brennt dann auch nicht. 16. Oh, das war gut. Ihr werdet alle sterben. Ich komme wieder. Nein, doch nicht Fiora. Ja. Ach, ja, da muss Rondriel Fiora hinterher heilen. Nämlich, so sieht's aus. Das waren für 16. So, Pfeile. Brauchen wir Pfeile? Ja, warum nicht? Warum hat das hier so einen roten Rahmen, das Schwert? Ach, weil es kaputt ist, ne? Das ist das kaputte Schwert. Ja, zerbrochen. Alles klar. Ich komme wieder als Nachtalb. So, 16 Energie hat Fiora direkt wieder bekommen. So, Rhiannon ist vollständig geheilt. Rondriel bekommt auch sogar 6 Lebensenergie. So, der muss jetzt nochmal ein bisschen Munition sammeln. Können wir uns ruhig ein bisschen Zeit lassen. 49, klar, immer nimm mit. Hat er gerade der Magen von Rondriel geknurrt? Was war das für ein Geräusch? So, ich würde denken, wir haben genug Pfeile, ne? Fiora trägt ja auch noch ein paar. Und Andrasch hat den Heiltrank, den gebe ich mal Fiora einfach. Wie viel Astralenergie hast du? Nur schon wieder 11. 11 ist gar nicht so verkehrt. So, trauen wir uns ein bisschen zu rasten. So 6 Stunden vielleicht. Fiora fühlt sich nach einer beinahe schlaflosen Nacht eher schlechter als besser. Die hat Wundfieber oder so ein Quatsch, ne? Ach, schon wieder das Geräusch. Fiora leidet am gefährlichen Schlachtfeldfieber. Für eine Behandlung benötigt man Gulmaundblatt und Chiruga-Wurzel. Weiter behandeln, ja bitte. Rondriel ist tatsächlich gelungen, die Krankheit von Fiora zu heilen. Ja, alles klar, dann machen wir gleich nochmal Heilkunde Wunden. Es gibt 16 Lebensenergie zurück. Können wir bei den anderen auch schon wieder? Ja, oh, perfekt. Ah, nee. Okay. So langsam haben wir das doch unter Kontrolle. So, einmal kurz schnell speichern. Beziehungsweise schnell speichern gibt es, glaube ich, gar nicht. Normales Speichern muss reichen. So, ich muss ja hier nicht langlaufen, eigentlich. Aber von diesem Hochstand aus kann man sicherlich ziemlich weit gucken, meint Rhiannon. Ja, denke ich auch. Ich komme nicht aufs Boot drauf. Dann laufen wir mal hier hinten entlang.
So, wahrscheinlich gibt es jetzt hier wieder fiese Zombies und Ähnliches. Eine Fischerhütte oder sowas haben wir hier, ein Fischerunterstand. Gibt es denn nichts Interessantes? Wollt ihr auf dem Hochstand krabbeln? Ja. Ohne größere Probleme steigt er auf dem Hochstand. Die Sicht ist nicht schlecht. Haben wir noch irgendwas entdeckt hier? Nee. Den Turm kann man von da aus, ich meine, den kann man auch mit bloßem Auge sehen. Nee, aber weiter als vom Turm aus können wir hier nicht gucken. So, wieder runter gerne. Oh, ab, ab, ab. Achso, warte mal, wenn ich da oben bin, sehen wir da vielleicht noch irgendwas Spannendes. Ne, hier ist ja sowieso der Kartenrand, ne? Da hinten ist halt noch eine Hütte irgendwie. Treppe hängen oder in der Treppe. So, dann schauen wir mal. Hier drüben liegt ein Schiff irgendwie. Oder ein Segelboot zumindest. Gibt es am Ende irgendwas zu entdecken? Nein. Damit scheint es aber gar nichts weiter auf sich zu haben. Da unten gibt es ein Boot. Ein Ruderboot voll Wasser. Das Boot hat mehrere gesplitterte Planken. Der Rumpf ist angerissen und es steht bis zu Reling Wasser drin. Was überhaupt noch zu sehen ist, muss daran liegen, dass Holz leichter als Wasser ist. Auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Frage ich mich natürlich, kann ich da in dieses Segelschiff reinklettern? Weil das sieht ja noch sehr intakt aus. So, da hinten ist ein Ausgang. Hier vorne ist auch ein Ausgang. Ja, mehr scheint es ja gar nicht mehr zu geben. Lagerplatz. Hier im Außenbereich des Sumpfes haben die Bürger der umliegenden Dörfer Gerätschaften für ihren Reparaturbedarf für die Hochwege gelagert und mit einem Netz abgedeckt. Da könnten wir jetzt halt Zeug mitnehmen. Nichts davon brauchen wir jetzt akut, würde ich denken. Scheint es auch nichts mehr zu geben. So, da müssen wir da vielleicht mal in Richtung Schatztruhe vorrücken. Jetzt ist er dann wieder so ein bisschen durch den Sumpf gekrabbelt. Da kann ich gar nicht runter. Ah, ein Segelboot im Wasser. Das Boot hat mehrere gesplitterte Planken, der Rumpf ist angerissen und es steht bis zur Reling im Wasser drin. Okay. Das überhaupt noch zu sehen ist, muss wohl daran liegen, dass Holz leichter als Wasser ist, auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen. Ach, schade. Ach, wir können natürlich auch diesen Weg hier erstmal in die Richtung entlang gehen. Und mal schauen, wo der uns hinführt. Ja, das können wir einfach mal machen. Ist sowieso ungefähr eine Richtung, in die wir wollen. Warum kann ich denn hier mitten in den Sumpf rennen? Da ist doch die Karte auch gleich zu Ende. Hier gibt es doch nichts zu holen. Zombie, zwei Zombie,
Okay, das ist vielleicht machbar. Wo ist denn der andere? Kommt der in Reichweite? Ja, vielleicht. Das reicht nicht ganz. Aber wir positionieren uns hier mal so ein bisschen zwischen beiden Zombies. So, Andrasch kommt hier ran. Ihr werdet alle sterben. Und haut auch direkt richtig gut zu. So, dann kann Rhiannon hier auch hinter ihnen laufen. Wahrscheinlich kommt gleich Zombie-Verstärkung von irgendwo angekrabbelt. Also gehe ich zumindest fest von aus. Pariert nämlich, ha, zack. Mist. So, Andrasch, kannst du den schon legen? Ja, beinahe. Jeden Knochen einzeln brechen. So, zwei Zombies sollten echt kein Problem für uns darstellen. Jeden Knochen einzeln brechen. Auch wenn Rondril natürlich nichts trifft. Oh je. Treffen gerade alle nicht so gut. Ich werde dir jeden Knochen. Okay. So, Bogen da. Ein bisschen heilen. Wer hat denn alles was abbekommen? Ich glaube nur Rondril, ne? 8 Lebensenergie. Okay, Fior ist gar nicht so schlecht im Heilen, wie ich dachte. So, wohin führt denn dieser Steg? Führt er überhaupt irgendwo hin? Nee. Da kommen wir dann nur in Richtung dieser Schatztruhe. Boah, der Sumpf ist so laut. Sumpf. Achso, das wäre die fette Ratte, die diese lecker rote Pflanze frisst. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, warum das Spiel hier manchmal so eskaliert mit den Soundeffekten. Also auf bekannten Wegen sind wir hier noch nicht wieder, aber gleich. Ja, hier gibt es jetzt die zwei Wege, die wir schon kennen. Also gehen wir zurück und ja, von hier aus dann zu dieser Schatztruhe. Müssen wir mal gucken, was sich uns dort darbietet. Na, ich stelle gerade fest, dass die Folge gleich schon wieder vorbei ist. Also ist das dann auch eher ein Ding fürs nächste Mal.
Mann, aber dieser Sumpf, der macht mich echt fertig. Unter Rhiannons Tritt bricht eine Planke. Reflexartig springt Rhiannon ab und landet wohlbehalten auf einer stabileren Stelle. Er hat aber auch gute Körperbeherrschung, die Frau. So, von hier aus wollen wir beim nächsten Mal, ich vermute da in Richtung dieser Bäume. Nee, das ist die ganz falsche Richtung. In Richtung dieses Baums vermute ich. Nee, in Richtung dieses Baums vermute ich. Ja. Na gut, wir schauen einfach mal beim nächsten Mal, was dabei rumkommt. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.